Moin. Wir haben Tag 30 und es ist Erntezeit. Ihr seht, da ist eine ganze Menge an Pilz gekommen. Und ich hoffe, das wird in Zukunft noch mehr werden. Aber erstmal müssen diese hier raus. Zwar werden sie rausgedreht. Wie ihr seht, sind es 600 Gramm Pilze, ein bisschen mehr sogar. Die Hälfte davon ist 300 und diese 300 merke ich mir mal. Die brauche ich nämlich später, diese Zahl. So, die Pilze sind geerntet. Ich habe sie inzwischen auch geputzt. Und jetzt wende ich mich wieder diesem schönen hier zu. Und zwar müssen da jetzt noch die Reste raus von den Pilzen, die ich geerntet habe. Darum habe ich sie auch rausgedreht, weil wenn ich sie abgeschnitten hätte, dann hätte ich jetzt viel mehr da zum Rausfummeln. Und so ein paar von den kleinen Krüppelchen da, die mache ich auch weg. Diese Reste, die müssen raus. Und zwar, weil die da sonst vergammeln. Und damit lockt man sich dann Insekten an. Fliegen, die legen Eier und dann fressen die Maden sich durch die Pilze. Das ist nicht schick und möchte man nicht haben. Weil wer mag schon gerne Maden? So, die Erde ist jetzt halbwegs sauber. Ich glaube, ich kriege das besser nicht hin. Und darum kann man jetzt wieder etwas Wasser hinzugeben für die nächste, sagen wir mal, Zuchtgeneration. Und zwar fand sich in der Beschreibung die Angabe von der Masse her, was man geerntet hat, 40-60%. Das heißt, wenn man 500 Gramm Pilze hat, gibt man 250 Gramm Wasser dazu. Und bei mir waren das halt 600 und ein bisschen, also gebe ich 300 und ein bisschen dazu. Nacheinander, nicht alles auf einmal, weil wenn ihr das alles auf einmal reinkippt, dann steht unten das Myzel im Wasser und vergammelt. Also nach und nach über mehrere Tage verteilt. Jo, ich habe diese 300 Milliliter in eine Gießkanne getan, damit ich das Ganze ein bisschen besser dosieren kann. Und wie gesagt, nicht alles auf einmal, sondern so über mehrere Tage verteilt. Ja, und das ist es dann auch schon. Dann kommt da wieder der Plastikdeckel drauf mit den Löchern. Das kennt ihr ja schon. Und der ganze Kasten kommt wieder an den kühlen Platz zurück. Ja, und nun gilt es dann warten auf die nächste Ernte. Zwischendurch mal gucken, zwischendurch mal gießen. Ja, bis dann. Also, wenn euch das jetzt gefallen hat, gebt ein Like, schreibt einen Kommentar. Abonnieren könnt ihr auch, dann verpasst ihr nichts mehr. Glöckchen nicht vergessen bitte. Ja, das ganze YouTuber-Gesabbel muss auch sein. Und dann habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Pilzvlog. Tschüss.